Hi Theresa, Hi Sebastian. herzlich willkommen zu unserer Folge 1 der Forschungseinblicke. Vielen Dank nochmal für den tollen Impuls und ich würde direkt sagen, wir nehmen uns mal deine Forschung vor. Woran arbeitest du denn gerade? Was interessiert dich in deiner Forschung? Ja, meine Forschung besteht gerade zum großen Teil aus meiner Dissertation und die behandelt zwei österreichische Ökonomen, Friedrich Wieser und Friedrich Hayek. Letzteren kennt man oft so aus dem öffentlichen Diskurs zum Thema Neoliberalismus oder Liberalismus. Und ich gucke mir deren Konzepte von Psyche und Macht an und schaue so ein bisschen, auf welche Philosophen und Psychologen die beiden sich stützen und welche Konsequenzen das für ihr Verständnis der Wirtschaftswissenschaften hat. Okay, verstehe. Aber sag mal, die Welt brennt, alles ist irgendwie im Wandel und du beforscht irgendwie zwei ältere Herren, die es schon lange nicht mehr gibt. Warum? Ja, gute Frage. Frage ich mich auch immer mal wieder. Also man könnte und man tut das ja auch dankenswerterweise noch an vielen anderen Dingen forschen und so aus meiner Biografie kennst du ja auch, bin ich einfach an der Umgestaltung institutionell, aber auch intellektuell der Wirtschaftswissenschaften interessiert, weil aus meiner Sicht, wie wir über Wirtschaft denken, wie wir dieses Denken lehren an Universitäten und Schulen, schon eine große Rolle spielt in der Frage, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt heute stehen und wie wir da auch wieder wegkommen. Das heißt, die Transformation ökonomischen Denkens ist mir in dem Sinne ein Transformationsanliegen, zumal ja die Wirtschaftswissenschaften auch heute sehr einflussreich sind. So. Und gerade zum Beispiel auch die Verhaltensökonomie spielt bei Klimawandel oder sozialökologischer Transformation eine große Rolle, jetzt auch bei der Covid-19-Pandemie. Und über die bin ich tatsächlich auf das Thema gekommen, des Zusammenwirkens von Macht, politischer Regierungskunst und dem Inneren der Psyche des Menschen, weil ja diese Regierungstechniken wie das Nudging, so umstritten wie sie auch sind, so positiv wie sie auch diskutiert werden, genau diesen Zusammenhang widerspiegeln. Und ich denke, dass ein Blick auf diese Kategorien, gerade auch in der historischen Analyse, wo einfach total viel in Wirtschaftswissenschaften entschieden worden ist, hilft, oder das ist zumindest meine Hoffnung, so ein paar Wurzeln zu identifizieren, die man vielleicht rausreißen müsste, beziehungsweise einfach mal benennen ändern müsste, um die Wirtschaftswissenschaften anders aufzustellen. Okay. Short Version. Ja, habe ich verstanden. Okay, und sag mal, wie sieht jetzt dein Forschungsalltag ganz konkret aus? Wir wollen ja Forschungseinblicke geben, also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Was machst du konkret? Lesen, 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 lesen. Also es ist in dem Sinne, es ist eine theoretische Arbeit, das heißt leider, muss man sagen, sehr pandemietauglich. Ihr seht hier das Regal hinter mir, da stehen viele Bücher drin, einige davon auch von meiner Diss. Großteil dieser Literatur ist auch digital zur Verfügung gestellt worden. Das heißt, ich lese entweder digital oder tatsächlich in alten Schinken. Mhm. Vor der Pandemie war ich in Bibliotheken und habe das gemacht, einfach um mal rauszukommen und so. Aber ja, jetzt in der Pandemie lese ich halt zu Hause, schreibe die Sachen raus, denke mir meinen Teil, male wild in meinen Notizbüchern rum. Also das ist wirklich so klassisch, wie man sich so Wissenschaftler vorstellt. Mhm. Aber tatsächlich, um so einen Schritt nochmal in die Empirie zu gehen, das ist ja eine historische Arbeit auch. Also es ist nicht in dem Sinne historisch, dass ich jetzt irgendwie deren Leben versuche zu erklären oder so, aber es waren ja historische Personen, die in einem historischen Kontext gelebt haben, die auch historische Zeugnisse hinterlassen haben. Und ich bewege mich sozusagen von meinem Schreibtisch weg, um diese historischen Personen auch nochmal als solche in die Arbeit zu bringen. Und das führt mich zum Beispiel in Archive. Mhm. Und ich denke, das ist auch ganz interessant, weil das nochmal eine ganz andere Recherche ist. Also man muss da so ein bisschen Detektiv spielen, man muss finden, man muss die Archive finden, man muss die passenden Stellen finden, man muss sich anmelden. Ich war jetzt in Wien beim Wieser-Archiv und da merkt man zum Beispiel, er hat sehr detailliert Tagebuch geschrieben, aber nur Teile davon sind überhaupt überliefert. Mhm.
Wir haben hier, also die Zahlen, die Nummerierung der Seiten fängt bei 480 an und wo sind die anderen Seiten? Und laut Datenschutz dürfen die mir nicht sagen, wer das da hingebracht hat. Ja, also und das Tagebuch ist extrem spannend und ich finde einfach nicht raus, beziehungsweise wäre das weitere Detektivarbeit rauszufinden, so wer hat den Rest? Ja, und das sind nur 2 Jahre seines Lebens oder wenige Jahre seines Lebens und er hat garantiert länger geschrieben. So. Und wo ist das? Wer hat das transkribiert? Wer hat das korrigiert? Und so saß ich halt in Wien, als die Pandemie mal ein bisschen eine Pause gemacht hat und habe da die Seiten abfotografiert, die ich jetzt wieder in meinem Kämmerlein lese und auswerte. Okay, also viel aufregender, als man sich vielleicht Archivarbeit erstmal vorstellen würde. Ja. Okay, cool. Ja, danke dir, Theresa, für den Einblick. Ich sag mal, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die weitere Arbeit. Vielleicht, sag uns Bescheid, wenn die Seiten noch auftauchen, die du jetzt vermisst. Ja, mache ich gerne. Und dann wollen wir natürlich vor allen Dingen wissen, wie du die gefunden hast. Also das ist ja mega spannend. Das kommt dann in Sherlock Holmes Teil 2. Ja, sehr cool. Sag mal, letzte Frage. Willst du uns jemanden empfehlen? Wen soll ich als nächstes fragen? Wir machen jetzt einfach so einen Reihum. Du darfst jemanden nominieren. Dann nominiere ich Veronika Hector. Alles klar, cool. Danke dir. Mach's gut, Theresa. Ciao.